Und weiter geht's mit unserer Reise in Part 3. Der Boden sieht hier rissig aus. Ja, dann hauen wir doch gleich mal drauf. Oh. Nee. Das ist eine Abkürzung. Jetzt. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? So. Da. Oben. Ah, jetzt geht's weißt weiter. Du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Den habe ich gesehen hinter mir. Nochmal. Ey, was die für einen Schaden verursachen. Da hat er mich umgehauen. So, nochmal. Ey, die treffen dich dreimal oder so und du bist tot. Ja. Gerade jetzt, wo ich das Ding aufheben wollte.
Jetzt probiere ich es mit der Axt. So. Jetzt aber. Besser. Viel besser. Hinter dir, pass auf! Den habe ich bis hierher gespürt. Heb doch auf. So, die Axt ist besser. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Ausrüstung ist immer gut. Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Echt so. Ja. So neue Ausrüstung wäre echt nicht schlecht. Oder dass ich die mal verbessern kann. Hier drüben! Sindri! So wahr ich hier stehe! Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind doch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Nach euch, meine Freunde. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hier gerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Wo ist denn der hin?
sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Kommt rein, kommt rein! Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da, die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Hm. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Ach, ich nehme das. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Stärke 3. Ich würde gerne erst ein bisschen mehr so auf Abwehr gehen.
Oh. Ja, mal gucken. Man könnte das gleich nochmal verbessern. Hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Oh ja. Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Das hat gleich plus 30 Stärke. Das ist doch sehr gut. Was kann man hier noch machen? Ich bleib bei der. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schau mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Sindri, hast du alles selbst gebaut? So sieht's aus. Hätte er uns das nicht vorher geben können? Was darf sein? Hey, sieh mal. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Alles super. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Atreus. Also gut. Wir sehen uns, Sindri.
Hört ihr das? Sind das irgendwelche Drachen? Sie sind so weit weg. Ich kann die Größe nicht schätzen. Der eine sieht auf jeden Fall groß aus. Wir brauchen nur den Beefgeist und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifröst-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ach, Sindri! Du elender Mistkerl! Öffne sie jetzt! Ach. Ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen. Immer noch unangenehm. Unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme! Preisfilgers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn, Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Das ist cool. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist er in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Wow, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Vorsicht, Junge! Shit, was sind das? Vorsicht, rechts! Ja. Oh Mann. Seid ihr für Viecher? So sind die so schnell. Rechte Seite, Bruder. Ja, jetzt reicht. Rechte Seite, Vater. Ey. Da immer noch. Hey. Rechts von dir. Na, das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam.
Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Na dann los. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Halt. Was war das? Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, okay. Habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt, Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Habt ihr das dort gesehen? Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Ja, kein Problem. Wir drehen das einfach mal ganz schnell. Es ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier, jetzt wo du es sagst. Okay, so war das. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Kannst du da durchspringen? Nee. Ha, wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Bruder, könnte Einfrieren funktionieren? Ich bin dabei. Und wenn du deine Axt nimmst? War, hätte ich die eigentlich? Hätte ich nicht, okay. Hätte es jetzt nicht unbedingt einfrieren. Also vorher die Axt schon, dass die gefriert. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Von rechts! Von links! Ja, hab ich gesehen. Hinter dir, pass auf! Boom. Ah. Ach, ich habe jetzt wieder ein Schild. Ja, schon wieder vergessen. Ja, funktioniert nur einmal. Rechts von dir. Okay. Muss ja erstmal alles ein bisschen ausprobieren. Greif an!
dir, Vorsicht! Das ist der letzte. Dann hauen wir mal voll drauf. Der letzte, so. Das war der letzte. Das steht doch, glaube ich, 75 Sekunden. Alles klar. Gut, das Rad hier oben muss ich irgendwie drehen lassen. Achtung! Wie wäre es mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Hm, sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Tja, das ist Können. Das perfekt so hinzukriegen. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbul Winter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Ups, zu weit. So. Dass durch Fimbul Winter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Einmal ducken. Die Wolken waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden. Doch nun sind sie extremer. Da ist schon wieder ein Tor. Okay. Rechte Seite. Boah. Rechte Seite. Hey. Auflad. Jetzt kommen die kleinen Viecher halt auch noch. Jetzt. Also. Warum nicht gleich so? Sind die Geysire verschlossen? Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Oh. Die Axt sollte ich schon zurückholen. Ihnen. Jawohl. Wenn er
Viecher sind überall. Hä? Gut, einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Irgendwie hab ich was verpasst. Okay. Wenn die Zwerge in dieser Welt kann die Axt einfach wegziehen, ohne dass das Tor wieder kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Hochgeht. Ja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit und ihm zu trotzen ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen halten. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Da. Und auf zum nächsten Tor. Ach, schon wieder so ein blödes Vieh. Jetzt hat sie es eingegraben. Er ist zu schnell. Ja. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Erwischt. Mal sehen, was er hat. Als Herr mit dem Zeug. Vater, da oben. Hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Ja, die finden wir auch noch. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Dann, wie komme ich da hoch? So. So müsste man jetzt. Wo denn? Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Mach ich doch. Schau doch schon voll drauf. Da, wo ist der andere hin? Da ist er.
du den Geysir von hier öffnen? Ja. So, und jetzt, man könnte es wahrscheinlich noch anders, ne? Nee? Okay. Ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Ja. Ach so, alles klar, dann. Der Klotz senkt sich ab. Und Feuer. Und vorbeigeworfen. Auch gut. Können wir noch was treffen? Jetzt. Jetzt habe ich's. Kann ich da nicht hoch? Und wenn wir den Geysir unter dem Rad einfrieren? Vielleicht. Und dann schießt der mich wieder nach oben, ja. Eins von Quasirs Gedicht. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Ich versuche eh schon alles zu sammeln. Überall ein bisschen, also ein bisschen ist gut, überall gut zu gucken. Dass ich so viel wie möglich einsammle. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder. Und weiter geht's. Und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Dieses Erdbeben vorhin. Es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja. Was ein schönes Wasser. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Nidavellir. Hey! Zwerge! Oh. Sie rennen weg? Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Sie verstecken sich alle. Wachsam bleiben. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust. Falls sie uns reinlassen. Wenn etwa die Tür eingetreten. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Dann suchen wir mal. Gibt hier nur 1000 Gebäude hier. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Danke.
Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Doch, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien in ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. Ich dachte jetzt schon, der Bogen bricht. So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Ah! Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Nidavellir aufschaust. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Oh Mann! Damit habe ich nicht gerechnet, dass da so Viecher rauskommen. Velir gilt wohl Ausgangssperre wegen uns. Außenseiter sind nicht willkommen. Ich glaube, die große Statue von Odin hat was damit zu tun. Also, hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Oh, Kiste. Aber es gibt keine Wachpatrouillen. Wir sind wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Ich will da rüber. Vielleicht klopfen wir einfach an Türen und fragen nach dem Weg. Ich glaube, da ist etwas. Ja, vielleicht kriegt man die später. Entschuldigung, aber wir suchen... Oh wow, Sindri hat mich übertrieben mit der Empfindlichkeit. Moment. Ne, hier ist nicht zufällig auch sowas. Ja. Okay, naja. Dann erstmal so weiter. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühne mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Nur zu. Stimmt irgendwie. Ja, stimmt. Also gut.
Ist der das? Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind dann wir, ja. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erkläre ich später. Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Kommt. Pate kann ganz nützlich sein. Bei Sindri klang es, als wäre Durlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Gleich bei den Felsen, hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Na, die verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dürlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Und wo lang gehen wir? Ja, ich würde sagen, links. Also zu Dürlin? Logisch. Die Bergbaumaschinen können auch warten. Ja, das kann man immer noch machen. Das ist das Sicherheitsbüro? Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin.
Wir wollen zu Dürlin? Habt ihr einen Termin? Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Hm? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Tinette und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Coup hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs, 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wann ihr wollt. Ja? Los aus meinem Büro. Was ein komischer Kerl. Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh, klar. Danke, schätze ich. Hey, das ist keine Strafe. Der Zwerg gab uns eine Karte. In etwa. Tja, du hast ihn gerochen. Aber sie führt wohl zu einer Mine hinter dem Berg. Ah. Tyr! Dürlin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. Oh. Ja, da ist auch noch eine Kiste. Die will ich auch haben. Oh Mann. Was war denn das? Jetzt. Kommt bestimmt wieder so komische Viecher.
Da ist auch noch einer. Wir könnten uns vor Tiers Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Mimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Hier ist eine der Maschinen? Dieser Rauch über uns. Dort wollen wir hin. Mal sehen, ob wir sie abschalten können. Ja, komm her. Ja, die sind so klein, die übersieht man sogar. So. Wenn den Zwergen die Arbeit für Asgard nicht gefiel, wieso hörten sie nicht auf? Und dann was? Ihre neu gebauten Schmieden vergifteten den Boden Svartalfsheims. Da sie keine eigene Nahrung anbauen konnten, mussten sie aus Asgard kaufen. Würden sie aufhören zu arbeiten, hätten sie nichts mehr zu essen. Oh, das ist schlau und schrecklich. So, das war's dann mit Part 3. Und in Part 4 geht's dann weiter. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr wollt. Und vielen Dank fürs Zuschauen.